Und zurück ins Spiel. Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Medifil Dynasty. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuschaut und ich hoffe, dass ihr wieder genauso viel Spaß habt wie ich. Ja, wir braten jetzt noch ein bisschen das Fleisch durch, damit unsere Bevölkerung nicht verhungern muss. So wie unsere Hühner gerade. Ja, das sollten wir vielleicht doch mal ein bisschen beheben, das Problem. Ja, das Tierfutter wird wohl nicht so hergestellt in diesen Mengen, wie wir sie benötigen. Aber egal. Das kriegen wir auch noch gebacken. Backfisch wäre übrigens eine Idee. Naja, egal. So, der gleiche Eintopf jedes Mal ist ja rechts neben uns. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Na, das ging ja flott. So, wir beenden gleich mal die Nacht. Wir gehen erstmal ins Bett. Das geht ja recht schnell, da wir keinen Jahreszeitenwechsel haben. Aber warte mal, erstmal das Inventar auslernen. Na, wenn wir schon mal hier sind, gehen wir gleich in die Scheune rein, die wir echt ersetzen müssen. Das schaut ja aus mittlerweile. Das ist ja ein Schandfleck. Na, ich weiß mal, ihr wisst, was ich meine. Könnten wir das auch? Fleisch. Ja, gut. Ja, gut, Trockenfleisch ist halt echt gut hier drin. Mit Trockenfleisch haben wir echt einen Vorteil. So, rein hier. Gute Nacht, Frau. Gute Nacht. Guten Morgen. So, das ging ja wieder flott und wir machen wieder unsere ganze Routine. Alter, der Baum wird immer größer, ne? So, wir schauen erstmal nach das Personal. Ob da wieder eine Mutter frei geworden ist, das könnte ja eigentlich jeden Tag sein, ne? 544. 3. Oder 2er. 2er. 1 Schwung 1er. Wieder ein 1er. Null, okay. Wir haben kein neues Personal bekommen für heute. Was schade ist, weil wir bräuchten jetzt unbedingt mal wieder Leute, die arbeiten. So, Tiernahrung ist halt ja, ein Thema, was wir halt angehen können. Die Scheune könnten wir bauen. Oh, da steht Herbert. Den Zaun, mal schauen, wie viele Bretter wir heute noch bekommen im Laufe des Tages, dass wir das auch weiterkommen. Ja. Brennholz nur 1, Dung 104. Das könnten wir machen. Wir könnten jetzt erstmal uns den Dung zur Brust nehmen. Oh Gott, Leder. Rundholz 267, 9 Stöcke, okay. 2 Steine. Ton haben wir schon wieder 256. Oh. Was wir auch noch machen könnten, ist die Werkstatt Stufe 2, damit wir Tongefäße bauen können. Das wäre eine Überlegung wert, dass wir das auch bauen, aber wir haben eh kein Personal dazu, ne? Aber ich würde mal sagen, diese alte Näherei könnten wir abreißen und dafür hier die Werkstattstufe 2 hinstellen. Ja. Gut, um das Gebäude müssen wir uns auch mal kümmern, weil das halt auch wieder Schandfleck ist. Aber dazu braucht man mehr Steine. Ja, und das ganze Rundholz reinballern, vor allem vor dem Winter mag ich das nicht unbedingt. Boah, was wir machen könnten, ist das ganze Rundholz, was wir bis jetzt besitzen, alles aus Brennholz einzimmern. Ah, bei 256. Das könnte zeitlang dauern. Aber dann sollten wir eigentlich safe über den Winter kommen und sparen uns Minuspunkte in der Bevölkerung. So, wir machen erstmal diesen Dünger hier. Ja, dauert wieder Zeit lang. Aber das gibt halt wenigstens wieder Landschaftspunkte. Landwirtschaftspunkte.
die wir auch benötigen, um das neue Gebäude freizuschalten. Ich mag unbedingt einen Marktstand haben. Aber es kommt erstmal die Taverne 2 und dann kommt erst der Marktstand. Boah. Das dauert alles. Wollte ich schon gerade sagen, Nahrungsanzeige verschwinde. Wir haben genügend zum Essen. Na. Aber echter großer Schmutz mit der Zwiebelernte, ne, dieses Jahr. Die ist ja sowas von ausgefallen, das war ja brutal. Aber bis jetzt haben wir es ganz gut in den Griff bekommen. Dünger, hier sind auch noch 21 Dünger drin, okay. Den Stein behalten wir mal in der Tisch. Dünger, Haferkorn, Leinsamen, Roggenkorn, okay. So, haben wir das erledigt. Ja, die neuen Häuser, ne? Also mit diesem Kalksteinüberzug, der sieht schon geil aus da hinten. Das kann man echt lassen. So, dann kaufen wir erstmal ein bisschen Tiernahrung. Damit unsere Viecher nicht verhungern müssen. Und dann überlegen wir uns mal, was machen wir? Scheune bauen? Oder die Werkstatt? Wäre auch eine logische Überlegung. Damit wir Tongefäße haben. Ja. Also ich bin im Kopf eigentlich aktuell näher, grüß dich Stier, an der Werkstatt Stufe 2. Weil das haben wir überhaupt noch keine. Hallo? Wo ist der Landwirt? Du bist es nicht. Da ist er ja. So, bei mir. Zeig mir deine Ware. So, du kriegst heute mal nichts von mir. Habe ich. Ich habe nichts angepackt. Okay, passt. Tierfutter. 12 Stück können wir kaufen. Okay. Das reicht mal eine Zeit. Gehen wir erstmal die Hühner füttern. Und dann, ja, würden wir sagen, reißen wir die Näherei ab. Die alte Dameck. Ja, aber das Dorfbild verändert sich so Stück für Stück, ne? Ja, auch wenn hier gerade alles ziemlich wüst alles ausschaut. Aber mit den passenden Ressourcen kommt ja hier auch die Schönheit. Ja, wobei wir hier schon angefangen haben, ne? Auch wenn es ein bisschen Schmutz ist, diese Näherei, wie es ausschaut optisch. Also gefällt mir jetzt nicht hundertprozentig, aber... was willst du machen? So, Hühner. Oh, schon neues Küken. 0%, das ändern wir jetzt gleich. 40%, ja, aber so wie nix. Oh, hier gibt es einen Haufen Steine. Die nehmen wir mal mit. So, Näherei, jetzt geht's dir in den Kragen. Weißt du, früher, ne, die ersten Folgen, die wir da so hatten, vor einige Folgen, so alle 20, wo hier noch Betrieb war, wo die Frau da drin war und hier gearbeitet hat, wir selbst öfters mal drinnen waren. Komm, wie kriege ich jetzt die Wand da weg? Hier, Flechtenwand. Da oben haben wir noch ein Stück Dach. Und jetzt das ganze Gebäude. Weg. Halt, falsch. So. Gesundheit. Gebäude. Nicht Gewinnung, sondern in der Produktion. Hier zwei. Ein Rundholz fehlt uns noch. Du willst mich doch mobben. Na gut, holen wir das auch noch raus. Ich bin gespannt, wie die Werkstattstufe 2 ausschaut. Na, ich meine, von Näherei 1 bis zu Näherei 2 gibt es einen Riesenunterschied.
Also der Unterschied war schon gewaltig. Ja, von zwei Wände mit Dach auf ein ganzes Haus umzusteigen. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Warte mal. Können wir noch was abschmeißen hier? Der Stroh brauchen wir jetzt nicht mehr. Ja, wenn ich die Stecken jetzt reinschmeiße, dann sind sie halt weg. Also machen wir das lieber mal nicht. Bretter, Müde 8, okay. Pelzsorgen, Rundholz 286, Junge. Okay, das ist jetzt viel. 9 ist auch zu viel. Bekomme ich 7, ja, okay. Mit denen können wir sogar laufen. Passt. Zwar jetzt nicht mehr so schnell und so flott, wie es wir gewohnt sind, aber wir kommen voran. Ja, und so langsam können wir uns überlegen, auch eine kleine Quest anzunehmen. Ja. Und gestern haben wir die Herbert-Quest gehabt und dadurch Diplomatie erhöht. Und jetzt konnten wir 2 Punkte freischalten für mehr Dynastiepunkte. Ah, 20% zweimal. Ja, und dann haben wir unsere 11.000 wohl bald erreicht, damit wir neues Personal anwerben können. Ja. Aber müssen wir jetzt auch nicht zwangsläufig machen. Ich meine, ich komme jetzt auch ganz gut ohne Team zurecht. Gesundheit. Gebäude. Produktion. Werkstatt 2. Juch, das ist ein fettes Gebäude. Das Gebäude ist ja viel zu groß da drin. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass uns jetzt so ein Haus erwartet. Wir haben überhaupt keine Chance, da reinzubekommen. So, wo schon wir dann hin? Ja, eigentlich. Bauen wir das auf der anderen Seite vom Fluss, weil da haben wir genügend Platz. Aber da wir aktuell mal alleine da drin arbeiten, da haben wir halt auch wieder extremst Laufweg. Na, was willst du machen? Ja, da hinten, wo eigentlich mal der Schmied war, da könnten wir es eigentlich hinplatzieren. Da wäre es ganz smart. Oh, das ist auch eine Näherei da hinten, was auch schon extrem ramponiert ist. Ja, oder wir bauen es da, wo die Jagdhütte war. Das könnten wir auch machen. Da haben wir wieder eine schönere Front da dran. Komm, das machen wir. Gebäude, Produktion, Werkstatt 2. Ja, da mal echt mal den Vorteil. Dass wir die ganzen Tongefäße haben. Ist das Gebäude so viel größer wie die alte Werkstatt? Komm, irgendwie musst du da hingehen. Okay, kann man es weiter reinbauen? Nein. Weiter näher an den Zaun geht's auch nicht. Okay. So. Ja, hier steht ganz gut. Dann kann man den Zaun noch ein bisschen erweitern hier. Oder einen neuen bauen, je nachdem. 4. Was brauchst denn du alles? Alter Schwede. Das Gebäude ist mal richtig teuer. Bretter und rollend Holz. Egal, leg mal los. Rein damit. Dann laufen wir kurz übers Wasser. Kann man gleich was trinken nebenbei. Ist super. War jetzt auch gleich erledigt. Was machst du denn du da mitten im Wasser? Simovit. Ja, Herbert, grüß dich. Oh mein, holen wir uns halt ein bisschen mehr Rundholzen aus.
Bretter. 14, okay, nice. Damit sind wir eindeutig zu schwer. Na ja, komm, leb wohl. Stecken auch da weg. Ah ja. Bin schon gespannt, wie die Bäume größer werden, wie es denn da ausschaut hier. Und wenn wir endlich mal die Steinmauer bekommen. So, aber da hinten ist die nächste Baustelle. Passt. Ja, ist ein ordentliches Gebäude, ne? Hat doch eine schöne Größe. So, sie ist am Fischen. Ja, wir bewegen uns tatsächlich. Das dauert noch ein bisschen länger hier. Wir könnten aber auch so ein bisschen Themengebiet machen, ne? So, ihr wisst ja, ich schaue immer ganz gern andere YouTuber an, wie die spielen, was die so bauen. Und den, wo ich gerade am liebsten anschaue, der macht jetzt echt super, der macht so Viertel, ne? Also Wohnviertel, Handwerksviertel. Wobei ich ja nach wie vor der Fan bin, das alles so ein bisschen zu vermischen. Ja, also, dass man da, wo das Wohnhaus ist, da auch Produktionsgebäude mit reinstellt und sowas. Einfach, dass man ja, das Leben sieht und die Abwechslung hat. Davon bin ich halt absoluter Fan. Ja, ich schätze mal, ich werde es auch beibehalten, diese Art. Ah, die Näherei. Da wird gearbeitet, wie man hört. Die Werkstatt, die hat ja überhaupt keine Wände, ne? Die Werkstatt 1. Also hat man da schon extrem großer Vorteil oder Fortschritt gemacht, dass man schon mal ein bisschen Wand macht. So, das war's schon mit Rundholz, ne? Da brauchen wir noch 3 und hier jeweils 1. Das werden wahrscheinlich 2 Abschnitte sein, also 7 Rundhölzler und den Rest mit Bretter aufstocken. So viele Bretter, wie wir halt eben haben, nehmen wir mit. Und dann ist dieses Gebäude auch schon bald fertig. Und dann schauen wir mal, dass wir ein bisschen Tonsachen herstellen können. Also Krüge und sowas, was wir halt schon als frei gekauft haben. So 2 oder 3 verschiedene Sachen. Ja, und dann können wir ein bisschen was produzieren und ja, passt ganz gut. Hi Herbert. Hey, die Ulrike ist ja bald die nächste, die groß genug ist. Ah, so ein Herberts Alter. Das war die zweitgeborenste in der Stadt. Hölzerner Hammer 2,5%. Okay, zum Glück habe ich es gelesen. Können wir gleich einen Hammer mitnehmen. So, 7 Rundhölzer benötigen wir. Das sind glaube ich 19, das sind 4, 7. Einwandfrei. So, und dazu die Bretter. Stecke 7. Wir haben wieder ein Stockproblem. So, damit kann man auch wunderbar laufen. Und dann ist auch bald die Werkstatt fertig. Ein weiterer Sieg, mein Lord. Ja, schön fangen, schön fangen. Ja, auch wenn die Werkstatt jetzt nicht besetzt ist, weil wir kein Personal haben, können wir aber wenigstens selber nur ein bisschen was herstellen. Obwohl es halt auch so smart wäre, wenn wir da eine Person hätten, wo die ganzen Gefäße herstellen. Ja, da müssen wir jetzt immer hin und her springen, ist so geisteskranker. So, dann machen wir die erste Wand hier. Die erste Wand, die letzte. Da die jetzt reinhämmern. Ja, waren jeweils 2 Abschnitte.
Oh, die Bretter werden uns nicht reichen. Wir bauen 6 Bretter noch. Das heißt, 3 Rundhölzler zersägen wir und dann ist das Gebäude endlich fertig. Nun mal, laufen wir halt wieder ein bisschen hin und her. Mal schauen, vielleicht haben die ja schon wieder Bretter gemacht. Vielleicht haben wir ja Glück gehabt. Und wenn nicht, nehmen wir halt so 3 Rundhölzler. Boah, kriegt ihr mir schon wieder ins Gesicht, dieses Viech. Ja, wenn nicht, nehmen wir 3 Rundhölzler, laufen schlinden zur Schreinerei. Brett, Brett, Brett. Sei, oh, sei nett. 4 Bretter, okay. Dann müssen wir also nur noch ein Rundholz zerkleinern. Rundholz? Federn, nur 3 Federn? Oh, Junge. So, Steine werden wieder mehr. Na klar, jetzt wo die Leute immer hinterherkommen mit die Steckenproduktion. Oh, das ist ein Hin und Her hier. Jetzt hatten wir Steckenüberflüsse, dafür keine Steine mehr. Ja. Jetzt geht's wieder mit den Steinen bergauf, dafür haben wir jetzt keine Stecken mehr. Tisch. So, zack, einmal. Damit haben wir jetzt genügend Bretter, um das Dach noch fertig zu bekommen. Und dann haben wir die Werkstatt auch gleich fertig. Wir könnten gleich so intelligent sein. Und uns etwas Ton mitnehmen. Dann müssen wir nicht hin und her rennen, wie so ein ganzes Kranker. Ich hoffe jetzt wirklich, dass das eine Ton-Dingster-Scheibe hat. Töpferscheibe, so rum heißt das. Scroll, 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 scroll. Rundholz, 270. Stecken nur noch einer. Ton. Jetzt nehmen wir mal. Damit könnte man nur laufen. Wunderbar. Geht natürlich schneller, wenn man springt. Ja, es gibt Spiele, wenn man springt, kommt man dann schneller wieder voran, obwohl man langsam laufen kann durch das Gewicht. Aber in dem Fall ist das nicht der Fall. Das gleicht sich einigermaßen aus, der Sprung. Also, dass man nicht schneller vorankommt damit. Ja, aber die alte Näherei mit diesen neuen Werkstatt, die passen auch sehr gut nebeneinander dazu, ne? Das muss man schon mal sagen. Trotzdem, früher oder später wird auch die abgerissen. Ah, gleich haben wir's. Da bin ich gespannt, ob wir dann endlich mal anfangen können, Tongefäße herstellen zu können. Und vor allem, wie man die dummen Dinger platzieren kann. Das habe ich noch bisher sogar nicht rausgefunden. Und fertig. Ja, da haben wir ja endlich mal diese Scheibe. Tonbecher, Tonbecher. Tonflaschen können wir herstellen. Komm, das machen wir mal. Ja, die Animation ist jetzt nicht gerade so spannend. Aber ist ja wurscht. Es muss ja nicht spannend sein. Es muss einfach nur nach was ausschauen. Die Spannung mache ich dann schon. Ich könnte jetzt eigentlich einen Witz erzählen, aber wenn mir einer einfallen würde, könnte ich es auch wirklich machen. Mir fällt bloß keiner ein. Wie viel Uhr haben wir denn schon? Ihr wisst ja, meine Nachtschicht. 20.32 Uhr. Schwierige Hausnummer. Um 21.30 Uhr muss ich spätestens das Haus verlassen und zur Arbeit zu gehen. Ja, ist ja quasi bei mir ums Eck. Praktischerweise vom Küchenfenster aus sehe ich schon meine Arbeit. Ja, zumindest das Firmengelände, meine Halle direkt in die Nähe, das ist viel zu weit hinter. Aber der Arbeitsweg ist eigentlich ziemlich easy. Ja, sind nur ein paar Meter bis zur Pforte und dann. Ja. Oh mein, ja, schaffe ich jetzt noch eine Aufnahme, schaffe ich keine Aufnahme mehr. Also intelligenterweise soll ich jetzt keine mehr machen, dafür nur eine Folge rendern. Die morgige Folge habe ich schon durchgerendert. Die ist auch schon hochgeladen.
Die kann ich morgen dann freischalten, dass man sehen kann. Das heißt, es wäre eigentlich ganz logisch, wenn ich jetzt sage, okay, nach dieser Folge höre ich auf und renne noch eine Folge durch, damit man halt, ja, dass es alles schneller vorangeht, damit ich hier nicht im Rückstand bin. Ja, gut, Rückstand habe ich jetzt eh, ne? Ich habe ungefähr 50 Folgen schon auf Vorrat gedreht mittlerweile. Das geht auch so verdammt schnell, ne? Das Spiel, das holt einen so dermaßen ab, dass man die Zeit komplett vergisst beim Spielen. Also beim selber Spielen, ich weiß nicht, wie es für euch ist beim Zuschauen, na, ob ihr da auch wirklich so intensiv das verfolgen könnt und die Zeit so dermaßen verrennt, dass ihr das gar nicht mehr mitbekommt. Beim Spielen ist es mal so, bin ich auch einerseits ganz froh drüber, dass ich mich da nicht quälen muss, um die Folgen zu machen. Mikrofonkabel. Nicht Mikrofonkabel, das Kopfhörerkabel. Das ist gerade rausgerutscht. Das habe ich mir gerade selber nicht mehr gehört, war Schmutz. Ja. Jetzt schaue ich gerade auf meinen rechten Monitor, was für Spiele gerade noch so alles da installiert sind. Gut, GTA. DayZ. DayZ könnte ich auch mal sowas machen, ne? Oh, wir können noch einen Becher bauen. Ja, einen. Komm, die machen wir. Nice. So, schauen wir mal in die Technologie rein. Die Mine. Boah, das dauert noch Ewigkeit, bis man die Mine da freischaltet hat. Die Taverne. Ja, immer nur 300 Punkte, das dauert auch noch eine Zeit lang. Die Scheune. Oh mein, warum schaue ich überhaupt noch nach? Trostlos, trostlos. So, dann hüpfen wir mal zurück und schauen wir mal, ob man so ein Gefäß irgendwie platzieren kann. Wenn ich jetzt nicht herausfinde, wie man es platzieren kann, muss ich es nachlesen. Dann machen wir das in der nächsten Folge. So, ich gehe jetzt an diesen Tisch hin. Mit R kann man das ablegen. Okay, das soll es einfach nur einstecken. So, wie bekommt man... Wo sind die jetzt überhaupt hier? Hier findet man es auf jeden Fall dann... Ablegen. Auswahl. Ah! Sehr gut. Jetzt, also ich muss es einfach nur ablegen. Tonbecher. Kommt, die legt mal auch noch ab. Mit X. Fertig. Ja, schaut doch gleich viel besser aus. So, jetzt schauen wir mal die restlichen verkaufen. Müssen für die Uhrzeit nur reichen. Mal schauen, was das einbringt. Ob sich das auch wirklich lohnt. Aber es sieht schon mal ganz cool aus, wenn man diese Tongefäße mal platzieren kann. Ah ja, sind wir in der Taverne drin. Aber ich mag gerne mal wissen, was für Stufe die Taverne hat. Ist es ein 2er, ist es ein 1er? 1er nicht, das ist klar. Die 1er mal selber, die sieht ganz anders aus. Zeig mir mal deine Ware. Wir schauen mal kurz nach die Tonflaschen. 15, Also würde ich lohnen, ist was anderes. So gut, 315 bringt es jetzt auch wieder, ne? Leb wohl. Ja. Die Masse macht da die Klasse, würde ich mal meinen.
Ja, aber war heute gar nicht mal so verkehrt, ne, der Tag. Weil wir haben jetzt hier die Werkstatt aufgebaut. Wir haben... Das haben wir eigentlich nur alles geschafft heute. Und wisst ihr, was mir gerade auffallen ist? So nebenbei bemerkt, ich habe überhaupt kein Licht eingeschalten heute bei mir. Ich bin ja hier komplett im Dunkeln. Ja, mein Gesicht wird jetzt nur erleuchtet von dem Monitor. Boah. Mies. Ah, schaut doch viel besser aus so, oder? Wenn es hier dran liegt. Ah, das macht schon ein bisschen was mehr her. Wenn man da dran vorbeiläuft und man sieht hier das Geschirr dran liegen. Passt. So, wir schauen für den Abschluss noch nach Bretter. Ob wir noch ein paar haben für den Zaun. Fellstiefel und Pelzschuhe, okay. Bretter, 8 Stück. Nice, ist schon wieder ein Zaunabschnitt, den wir hier fertig kriegen. Na, die dürfen wir halt nicht vergessen. Und 1. Damit es auch wieder vorangeht. Ja. Mir gefällt der Zaun, ne? Und wenn man da irgendwie eine Bank oder sowas hinstellt, ne, so im Eck zum Beispiel, dass ich da hinhocken könne, ne, weil da ist der Baum und noch ein Tisch mag jetzt, würde ich nicht hinstellen, weil das schaut halt echt Schmutz aus. Wenn da wie da ein Tisch ist, da drüben ist ein Tisch, das ist halt ein bisschen langweilig, ein wenig eintönig. So. Wir müssen mal schauen, ob wir tatsächlich auch mal so was wie einen Tisch reinbauen können. Aber ja, gut, wo magst du denn da einen Tisch hinstellen, ne? Das ist jetzt auch ein bisschen eng. Schade, dass wir nicht selber sitzen können. Oh, und das geht irgendwann mit kaputt mit der Zeit, ne? Hat 100%, 100%. Oh, auch das geht also kaputt. Muss man irgendwann mal wieder ersetzen. Aber ja, gut. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal ins Bett und beenden die heutige Folge. War auch wieder ein schöner Tag. Und morgen gibt es dann mich wieder in Licht, also vor der Kamera. Kamera vor allem, ja, Kamera. Ah, Junge. Oh, mein eigener Sohnemann, der schlaft, wie es ausschaut. Ah, der pennt. So, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Medieval Dynastie. In diesem Sinne, haut raus, danke. Ciao.